Ob Bäume denken können, ist eine gute Frage, weil man gar nicht weiß, was Denken überhaupt ist. Also ungefähr natürlich schon, Problem lösen und so weiter, aber es ist so ähnlich wie mit Sprache. Man weiß auch eigentlich gar nicht genau, was Sprache ist. Also wenn man sich mal die Definition anguckt, es ist schwierig. Also Denken, Sprache, Seele, alles ganz, ganz schwierig. Aber bleiben wir mal bei unserem Denken, ne, was wir so überlegen in unserem Kopf. Machen Bäume das? Die haben natürlich keinen Kopf, die haben auch kein Gehirn. Aber die haben an den Wurzeln sowas Ähnliches wie in unserem Gehirn. Und das läuft auch elektrisch. Unser Gehirn läuft, da laufen die Dinge ja auch elektrisch. Und Bäume können zum Beispiel sogar zählen. Die können warme Tage zählen, über 20 Grad im Frühjahr. Und wer zählen kann, Tage zählen kann, der muss sich das auch merken können. Sonst würde ein Baum ja jeden Tag anfangen, 1. Und am nächsten Tag wieder 1. Wenn er kein Gedächtnis hätte. Also ein Baum kann sich das merken, aber wo? Wir wissen das nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Fragen, aber nochmal darauf zurückzukommen, können Bäume denken, kann ich nur sagen, vielleicht. Ob Bäume sich verlieben können, weiß ich nicht, aber es gibt zumindest starke Freundschaft. Und von außen betrachtet, wenn zwei sich sehr mögen, wissen wir das auch nicht. Ist das Liebe, ist das starke Freundschaft? Leider kann man ja Bäume nicht fragen, noch nicht. Aber was wir wissen, ist, dass Bäume, die sich mögen, die sich vielleicht auch lieben, ihre dicken Äste voneinander wegbilden. Also die bilden sich nicht zueinander, sonst würden sie sich mit der Krone und den dicken Ästen ins Gehege kommen. Nee, die sind ganz vorsichtig und machen das nur außen weg von ihrem Partner. Und unten bei den Wurzeln machen sie es genau umgekehrt. Da verweben die sich ganz stark, bilden wie ein gemeinsames Wurzelsystem. Und zwar so stark, dass wenn einer von beiden Bäumen stirbt, dass der andere oft wenige Jahre später auch stirbt. Das kennt man manchmal von ganz alten Leuten. Wenn einer stirbt, dass der andere Partner dann ein bisschen später auch keine Lust mehr hat. Also es ist tatsächlich eine starke Freundschaft oder vielleicht sogar Liebe. Der Unterschied zu uns Menschen ist, ein Baum kann sich das nicht aussuchen, neben wem er steht. Der hat seine Wurzel im Boden und dann ist halt Pech. Da wurzelt er da und da muss er stehen. Und wenn neben ihm jemand als Buchecker zum Beispiel runterfällt und keimt und wird ein Baum, und das ist ein Blödmann, dann hat er 500 Jahre Pech. So alt kann eine Buche nämlich werden. Dann ist da nichts mehr. Also Bäume haben ganz bestimmt unterschiedliche Charaktere. Und zwar sieht man das sehr schön jetzt im Herbst. Die Bäume müssen nämlich ihre Blätter runterschmeißen, bevor es Winter wird. Wann wird es Winter? Also Bäume haben da auch keine bessere Wettervorhersage als wir. Das heißt, die merken, dass die Tage kürzer werden. Die merken auch, dass es kälter wird. Das können Bäume fühlen. Aber sie müssen die Blätter aktiv abschmeißen. So, und das Problem ist, wenn man es zu früh macht, kann man keinen Zucker mehr produzieren mit den Blättern. Und wenn man es zu spät macht, hat man die Blätter dran, wenn es schon schneit. Und dann bleibt so viel Schnee auf den Blättern liegen, dass der Baum abbricht. Also wann ist der richtige Zeitpunkt? Und die Ängstlichen, die werfen die Blätter früher ab. So nach dem Motto, man weiß ja nie, letztes Jahr um die Zeit hat es schon mal ganz früh Schnee gegeben. Dann werfen die Blätter früh ab. Und manche, die sich einfach mehr trauen, die sagen, ach Mensch, komm, das ist doch noch so schöner Sonnenschein, da können wir noch ein paar Tage länger die Blätter dran lassen. Es gibt aber auch Bäume, die es übertreiben. Das sind dann die, wenn man mal durch den Wald spazieren geht, die den ganzen Winter über braune Blätter dran haben. Das sind die, die haben die Kurve nicht gekriegt, die haben es einfach übertrieben.